Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Deathrow. Wir spielen heute mal wieder mit einem neuen Deck und zwar mit Zombie Lightspawn. Die letzten 5 Gegner sind Rage Quitter, bin gespannt, ob es der hier auch tut. Zombie Lightspawn war damals mal sehr beliebt, heutzutage nicht mehr so. Ich weiß gar nicht unbedingt warum, wahrscheinlich weil es heutzutage einfach mächtigeres gibt, aber die Kombi von Zombie und Lightspawn ist krass böse. Und ich bin gespannt, wie gut wir das heute hinkriegen. Wir konnten jetzt schon quasi den BLS rufen, das ist ganz nice. Schwarzes Loch auch schon am Start, Raigeki chillt noch irgendwo im Deck. Vielleicht sehen wir das ja auch mal. Ja, die letzten 5 Gegner sind Rage-Quitted, weil ich einfach sehr, sehr schnell irgendwelche Synchros, wenn ich die Emptiness oder so, rausbekomme. Das ist, läuft eigentlich alles ganz gut. Und ich habe gerade vergessen, noch die 15 Karte reinzutun. Mir ist nämlich eben aufgefallen, dass nur 14 Karten im Extra-Deck sind. Kann aber überlegen, was ich da so rein tun könnte. Oh, da ist Raigeki. Ja, ne, schwarzes Loch, Raigeki läuft. Ja, ich meine, Konami, warum nicht Raigeki wieder erlauben? Ist okay. Vor allem die Leute, die mir dann auch noch schreiben, dass Raigeki schlecht ist. Raigeki ist nicht schlecht, es ist verdammt OP. Es ist halt nicht mehr so krass wie damals. Aber wenn du einfach das gegnerische Feld leerräumen kannst, während du selbst noch die Monster behalten darfst, dann ist das einfach nur unfair. Das ist einfach nur unfair, besonders weil du random in OTKs reinrennen kannst. Und mein Deck hat auf jeden Fall auch OTKs, OTK-Möglichkeiten. Ja, 200 Schaden, das werde ich gerade so überleben. Und da kommt der Seuchenverbreitende. Okay, das ist schön. Ich würde gerne Lightspawn ziehen, damit ich Solarwiederaufladung verwenden kann. Ich lasse aber erstmal den Goblin-Zombie hier in die Fallen reinlaufen. Was möchte sich da anbieten? Der Mitsuki, was könnte der wiederbeleben? Einen Zombie-Meister. Das wäre eine Kombi, die ich persönlich sogar feiern würde. Aber nein. Zu viel Angst vor Backrow. Wir warten damit noch ein bisschen. Gagar-Schild. Ja, ganz toll, den Schaden nimmst du trotzdem und die mystische Tomate musst du auch abwerfen. Okay, wollen wir den rufen? Nee, da müsste ich ein Finsternismonster verbannen und das will ich nicht. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich, wie die Finsternismonster in meinem Friedhof angeordnet sind. Ich möchte eigentlich fast, dass mein Goblin-Zombie verschwindet. Damit ich nämlich einen Zombie-Meister auf die Hand bekomme oder... Ne, ich nehme glaube ich sogar Mitsuki. Denn Mitsuki ist OP und da holt er sich die mystische Tomate, die ich ihm weggeworfen habe. Gönn dir halt. Alles was du rufst wird in Sekundenschnelle mit Schwarzes Loch und 3 Geki vernichtet. Ist das ein Empfänger? Nein, ist es nicht. Okay. Hm, und XC kann er damit noch nicht machen. Ist auf jeden Fall Gagaga, Utopia wahrscheinlich sowas in der Art. Kann ich mir vorstellen. Okay. Es könnte ein relativ leichtes Duell werden. Wenn es so weitergeht, denn bisher kann er mir nicht so viel entgegensetzen. Aber das kann auch schnell kippen. Ja, da kommen jetzt schon die Stufe 4er. Okay, dann wird es interessant. Dann kommt jetzt der erste Utopia. 100 Pro. Oder irgendwas in der Art. Theoretisch kann er sich natürlich auch jedes andere 4er holen, aber es wird ein Utopia werden, oder? Ein Cowboy. Okay, interessante Wahl. Hm. Na gut. Ich meine, klar, er kann jetzt rübergehen, aber es hätte auch so gemacht können. Das war ein bisschen Cowboy-Verschwendung, finde ich. Wir nehmen in unserer Hand einen... Ich nehme sogar einen Zombie-Meister. Und dann mache ich gleich Dark Hole einfach so, weil wir es haben. Wir sind die beiden schon mal weg. Und dann ziehen wir jetzt vielleicht sogar einen Lightspawn. Das wäre eigentlich richtig schön. Irgendeinen, ist eigentlich egal. Ah, okay.
Ein MRT ist auch schön. Muss ich keine Angst haben vor der hässlichen Backrow, die da liegt. Ach, es war hier noch ein MRT, okay. So, Darkhole, alles weg. Beiweise hatte ich auch noch Raigeki am Start. So, dann fangen wir jetzt auch mal an, oder? Ich würde sagen, ja. Zack. Dann holen wir uns damit, indem wir das abwerfen, einen weiteren Zombie-Meister. Mit OTK, ja. Juckt mich nicht, dein Scheiß mit Maxi. Du hast verloren wahrscheinlich. Ich kann mir jetzt noch mit Mitsuki einen solchen Verbreitenden nehmen. Und dann komme ich auf 3600. 6600, das reicht noch nicht. Moment, dann nehmen wir uns hier noch einen Gojo-Wächter dazu. Und es juckt mich sowas von gar nicht, was der da alles hat. Dann Ryko. Und einen Goblin-Zombie weg. Für den hier. Dann nochmal das hier machen. So, da wieder Aufladung weg und den rufen. Dann zusammen auf, ja, auf den hier gehen. Zack. Good game. So funktioniert das Deck. Sehr schnell, sehr mächtig. Ah. Ja, gute Reaktion. Ich würde sagen, das ist sehr gut gelaufen. Besser kann ich es euch nicht erklären. Ich kann hier die ganze Zeit auf Synchros gehen, jegliche Art. Es ist einfach richtig OP. Ich kann einfach mit den Lichtverpflichteten, werfe ich diese ganzen Zombies weg und dann mit Mitsuki, solchen Verbreitender, mache ich dann daraus Monster. Und mit Buch des Lebens kann ich mir die dann auch wieder krallen und ich kann so leicht schwarmen damit. Das ist krass. Richtig krass. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Das Deck wird, sobald es möglich ist, dass die Replays wieder gespeichert werden können und dass sie Corrupten irgendwann mal vorgestellt. Bis bald. Ciao.